Und damit, meine Kinder der Nacht, Konnichiwa, und damit herzlich willkommen zurück zu, gleich mal abhusten, zu einer neuen Folge von The Sims 3 Supernatural. Ich habe mich entschieden, jetzt dieses Projekt ja so zu nennen, denn es ist Supernatural, denn wir spielen ja eine supernatürliche Vampir-Familie. In diesem Fall die gute Alice Shadow und Ciel Shadow. Ich habe nochmal überlegt, ob ich die nochmal umbenennen soll zu Dracula oder sowas, aber ich dachte mir, ist besser. Wir sind das letzte Mal hier in die Stadt Moonlight Falls gezogen und wie man erkennen kann, ja, sehen unsere Protagonisten sehr vampirisch aus. Wir haben ja diese Herausforderung angenommen, die ja irgendwie hier sagt, wir sollen alles sauber machen. Und ich habe das erste Mal einen Timer laufen. Einfach mal, weil diese Folgen oder dieses Projekt soll mit Timer sein. Das heißt, ein bisschen organisierter. Erstens, ich kann die Folgen besser einteilen. Und zweitens, ich habe nicht über Stunden, ein, zwei Stunden Folgen, die ich dann einteilen muss. Und ja, es ist einfach weniger Stress. Und das werde ich dann vielleicht auch in anderen Projekten mit einbeziehen. Das heißt, das ist wirklich nach jeder Folge, also 15, 16 Minuten, die Folgen beenden. So, nur dazu Information, dass man weiß, ab sofort werden die Folgen etwas, ja, kürzer sein, also die ich aufnehme, die Aufnahmesession, aber dafür etwas runder das Ganze. Ja, rund wird auch das Ganze hier in diesem Projekt laufen, aber was und wie und was auch immer passieren wird, das lasse ich dem Zufall überlassen. Also, welche beruflichen Wege die einschlagen, welche Liebschaften, was auch immer, all das lasse ich dem Spiel oder lasse ich dem Zufall entscheiden. Wenn ich sage, okay, die gefällt mir oder okay, das könnte interessant werden, hat 199, also 200 Tage. Das heißt, er wird entweder sterben durch die Sonne oder wenn er ein Mensch wird. Vielleicht passiert das auch, ich weiß nicht. Vielleicht wird er irgendwie menschlich, weil er merkt, er möchte doch ein Mensch. Aber das werden wir noch sehen. Später. Oder wird ein anderes supernatürliches Wesen. Wie dem auch immer sei. Ich würde sagen, als allererstes wirst du mal lieber hier mal den Unkraut jäten. Einfach so. Weil du es kannst. Du, meine Kleine, hast ganz normale Bedürfnisse, genau. Oh. Genau, Kinder haben noch ganz normale Bedürfnisse, das verändert sich erst später. Wir haben nicht so viel Geld und wir haben auch nicht so viele Sachen. Wir haben ein Bett für die Tochter und ein Bett für den Vater, ein normales Badezimmer und ansonsten, ja, damit können wir erstmal leben. Wie gesagt, ich werde hier nicht cheaten, hier wird sich alles dem Zufall überlassen. Ich werde hier so ein bisschen mal schauen. Ja, Fernsehen gucken kannst du erstmal machen. Ein bisschen Spaß haben. Hast du Hausaufgaben? Nö. Grundschulhausaufgaben hast du nicht. Heute ist Sonntag. Ja. Muss der Vater im Regen gleich mal raus, ne? Huch. Igitt. Stimmt ja hier. Was ist denn mit Käferplage? Und jetzt haben wir hier ganz viele ekelhafte Käfer. Können die nur zertreten? Was sind das für Dinger? Oh, konnten wir das gerade zerstören? Was ist das? Das sieht aus wie so eine... wie Raupen. Das ist sehr merkwürdig. Speaker. Ah, schön. Schön im Regen erstmal. Das ist eine Aufgabe. Kommst nach Hause, musst erstmal alles sauber machen, weil das hier alles eingesaut ist. Passt aber irgendwie, ne? Das Ganze hier ist irgendwie so in den Bergen. Mein Lord. Geschicklichkeit ist gar nicht so schlecht, falls was kaputt geht. Kost, glaube ich, erstmal nicht. Nee. Sieht wirklich ein bisschen aus wie Adams, ne? Familie Adams. Vampirischer Sonnenschutz bekommen. Es gibt einen bestimmten Elixier, dass dein Sim nicht aus dem Kopf gehen wird. Dein Sim. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Der könnte auch in der Sonne überleben. Puppenhaus. Okay. Du möchtest auch das bekommen.
Oh, jetzt kommen natürlich gleich die ganzen hier, ne? Das Lama Zeitung. Hallo, hier kommt das Freundliche. Das ist mir. So, ich will erstmal hier, dass alles ordentlich ist. Das gibt's doch gar nicht. So viel Kram hier. Und in diesem Projekt werde ich auch keine Stimmen synchronisieren. Da werde ich einfach so ein bisschen halt die Sims spielen. Einfach so, es ist ein entspanntes Spiel. Das heißt, dieses Projekt wird auch vorläufig am Wochenende wahrscheinlich kommen. Haben wir vorgestellt, in der Woche kommt ja die Sims Mittelalter, die Sims 3 Crystal Gyms und Slice of Life. Und dann am Wochenende gibt es dann. Gibt es dann Tote. Keine Ahnung. Ja, ein Vampir in der Zukunft. Großartig. Oh Gott, es ist doch. Er ist überhitzt. Mein Freund, du musst dringend nach drinnen gehen, ja. Kannst du nicht vorher mal hier jagen? Du jagst jetzt keinen. Du gehst jetzt da rein. Wenn es besser wird, wenn es dunkel ist, kannst du. Okay. Meine Tochter. Ey, Papa, mach mal nicht all nass hier. Nee. Der Vater mit seinen klitschnassen Sachen sitzt erstmal. Ich box die alle weg. Igitt. Ja. Vater und Tochter. Vampirella. Was machst du hier? Huch! Hi! Hi! Willkommen in der Stadt. Im Labor hieß es, dass hier ein paar ganz interessante Tierchen rumkrabbeln sollen. Hast du etwas dagegen, wenn ich reinkomme und ein paar davon einsammle? Ja, bitte! Wie sieht ja auch ein bisschen grün aus? Bist du auch ein Vampir? Mit einem Vampir. Ach, der ist selber ein Vampir. Okay. Sammelt. Okay, der ist verrückt. Keine Ahnung. Was ist hier los, Freunde? Sammelt der diese jetzt alle ein? So. Stanball. Oder Bell. Ich glaube, der hasst eher Viecher, kann das sein? Der ist doch. Was? Motten zerquetschen, was ist denn mit dem los? Ich glaube, der hasst seine Natur. Was ist mit ihm los? Ich weiß es nicht. So viel zum Thema Einsammeln. Also, ich glaube, wir haben gerade die alle in den Tod geschickt. Was? Okay. Geschicklichkeit, ja. Wir haben nicht mal ein Bücherregal. Ach du Schande. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bücherregal. Also, liebe Freunde, ohne das geht's gar nicht. Ba, 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 ba. Dann nehmen wir natürlich auch ein ganz billiges. Ah. Na, das war so. So, haben wir was drinne schon? Wie kochen? Geschicklogikkeit. Geschicklichkeit. Da kannst du schon ein bisschen mal was lernen. Und was willst du machen? Du antikes Gewölbe besuchen, natürlich. Puppenhaus. Ja, vielleicht können wir dir was zum Spielen suchen, holen. So ein bisschen kann man ja. Medikamente, sehr schön. Was wolltest du haben? Ein Puppenhaus? Puppenhaus. Passt doch hier. Perfekt rein. So. Können wir das auch umfärben eigentlich? Ja, natürlich. Okay. Warum eigentlich nicht? So.
Ja, dann meine Liebe, mal ein bisschen spielen. Während der Vater sich noch ein bisschen trocknet. Das ist aber auch süß, ne? Die kleine Maus. So ein bisschen. Oh. Ja, sie tötet schon die tötet Menschen. Menschen töten. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Nein, du wirst sterben. Du wirst alle, ihr werdet alle sterben. Uah. Okay. Aber das ist doch süß, ne? So, was ist hier eigentlich los mit dem Kerl? Mein Freund, was ist mit dir los? Was stehst du hier rum? Die Pl Verschwörung. Wir reden mal über Verschwörung. Wir haben uns ein bisschen abgekühlt. Du Doktor da, was willst du da? Der Kakerlakenproblem, ja? Unser ganzes Haus ist verseucht. Frechheit, ich dachte, du wolltest uns helfen. Aha, jetzt haust du wieder ab. Na gut, dann holen wir mal die Zeitung. Mottenzack quetschen, ich will die Zeitung holen. Was denn los jetzt? Okay, jetzt habe ich alle Käfer, die ich wollte. Es sind ein paar außergewöhnliche Exemplare, aber welch ein Glück. Du hast die alle zerquetscht, Alter. Du hast sie gar nicht. Was bist du für ein komischer Kauz? Hier, lesen. Verschwinden, du Ungeheuer. Was ist das für einer? Lächerlicher Dupidu, ja. Schnell weg hier. Verschwinde, guten Tag. Bitten zu gehen, hier sofort. Lamas. Aha, 10 zu 0. So, jetzt war es Zeit. Jetzt wird es aber Zeit für mich. Auf Wiedersehen. Wenn du noch mehr Insekten findest, kannst du ruhig ins Labor bringen. Sie. Ja, schön. Bitte, bitte kommen die wieder. Du bist ganz schön gruselig, Alter. Du zertrittst die Käfer und alles und sagst, du willst ihn untersuchen. Ja. Ho, ho, ho. Ja, ich würde sagen, du liest mal hier weiter. Ein bisschen lesen, das muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Okay. Ich glaube ja nicht, dass Sonnenschein gut ist für einen Vampir. Mördi! Ach, die Kleine ist so geduldig. Auch ein bisschen. Naja, virtuosen Genie, einzigere. Giveaways erhalten. Motten zerquetschen. Ich kann nur die Motten zerquetschen, die kann also. Okay. Portal untersuchen. Das machen wir jetzt mal nicht. Liebesbrief schicken an, wir kennen gar keinen. Wir spulen mal ein bisschen vor hier. Oder passiert. Hast du Hunger? Du hast nicht. Dupidu. Das ist immer das erste, ein bisschen Fähigkeiten ausbauen. Und ich sehe gerade, die Zeit schreitet voraus. Also die erste Folge. Die zweite Folge ist gleich vorbei. Okay, wir haben jetzt mal so ein bisschen. Wunderbar. Könnte ich mal was zu essen machen? Und zwar einen Herbstsalat. Wie sitzt du denn da, mein Freund? Düm, düm, düm. Ja, es regnet ja wie aus Eimer, ne? Oha. Die Vögelein, sie fliegen. Hier, wir beobachten sie mal. Das kleine Mädchen. Nee, ist nicht Alma. Es ist. Guck sie dir an. Ich finde das wichtig, wie sie so ein bisschen, naja, mit den Figuren ausrastet.
So, ein bisschen da alles rein. Schön Chefsalat. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Radio, aber ansonsten. Bo-bo-bo-bo. Jetzt sind geflohen, ne? Weil die wurden verzeugt und müssen jetzt erstmal hier anfangen, ihr Leben aufzubauen. Ein normales Leben. Ja. Du brauchst Durst, genau. Du kannst mal ein bisschen Plasmorangensaft trinken. Ne, Plasmasaft. Das ist für die Kleine. So. Und jetzt, ich brauche etwas für meine vampirischen Kräfte. Lecker Blut. Wer mag es nicht? Das leckere Blut von Vampiren. Immer wieder schön. Oh, es ging jetzt aber schnell. Leer gesaugt. Das passiert einem öfter mal. Oh, das sieht aber. Oha. Hier. Oh, das ist aber eine. Eine stürmische Nacht. Oha. Liebe Freunde, das sieht gar nicht mal so gemütlich aus. Ich würde sagen, ja, wir gehen erstmal. Das soll's gewesen sein für die zweite Folge. Wir haben. Oh, ist das normal? Das ist ja richtig dunkel, mal. Dass mal richtig dunkel wird. Ist schon krass. Ja, liebe Freunde. Und mit diesen Bildern bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, hier bei der zweiten Folge ist natürlich noch ein bisschen immer komisch für mich jetzt so mit Timer. Man achtet immer so ein bisschen drauf. Aber ja, wir haben jetzt so ein bisschen uns eingelebt, haben jetzt hier irgendwie so eine Quest angenommen. Ich habe keine Ahnung. Und haben die aber irgendwie bestanden, weil ist alles irgendwie weg. Ne? Die ganzen Käfer sind weg. Also die Quest ist bestanden. Gott sei Dank. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Also er hier. Auf jeden Fall ein bisschen die Stadt kennenlernen, würde ich gern. Und schauen, wie sie sich hier sozial einbringen. Weil hier sind ja Übernatürliche sehr gerne willkommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Am Wochenende wahrscheinlich. Samstag oder Sonntag. Vielleicht auch zwei Folgen. Ich sage Arigatou gozaimasu, sayonara und bye bye.